Ja, dann abonniert doch gerne den Kanal. Dann ciao. Ehre auf dein Haupt, Alter. Du bist eine richtige Ehrenfrau. Ja, ganz kurzer Tipp. Tatsächlich an der Stelle, bringt doch Frau Ostermann einfach um oder reibt euch mit euren eigenen Exkrementen ein, dann wird sie sicherlich auch nicht den Raum betreten wollen. Es ist nur so ein kleiner Tipp. Das Zeug ist mit Rhino-Schild gestreckt. Ja, ist ja ganz gut, dann kann man sich verdauen, weil es sich kaputt geht. Stark. Okay, ich kann es nicht länger für mich behalten. Okay. Ich schreibe mit einem Pariser Influencer. Nein. Niemals. Doch. Bisschen mehr. 25. Alter. Modelt. Okay, ganz kurz, ist Cheyenne nicht, also jetzt tatsächlich im echten Leben erst, ist sie nicht erst 16? Es ist doch... Das ist ja illegal. Model. Aha. Aha. Mehr. Ziemlich reich. Reiche okay. Eltern. Stark. Mehr. Okay. Genau wie meine. Oh, wie cool. Läuft auf der Fashion Week. Aha, geil. Genau das Richtige für mich. Und du weißt nicht, wie er schreibt. Er schreibt so inspirierend wie ein Poet. Ja, wahrscheinlich schreibt er Französisch. Du verstehst kein Wort. Inspirierend, was ist das? Ja, so wie die ganzen Poeten halt früher. So. Er schreibt mir solche Nachrichten. Das habe ich noch nie gesehen. Genau auf einer Wellenlänge, weißt du? Eine. Er schreibt so wie ein Pult. Geil, ey, zeig Arsch, gib Nacktbild, ja? Ja. Mal was Neues im Vergleich zu den ganzen anderen Kasperle hier. Wieso? Kasperle. Was ist mit denen? Ist das doch okay, oder? Also. Komm schon, kannst du dir mich mit so einem Typen hier vorstellen wie, oh mein Gott, wie zum Beispiel Stanley? Wow, so ein Fuckboy, den würde ich in Jahren nicht an mich ranlassen. So ein Fuckboy. Ja, nimmt okay, einfach jede auf eklige Art und Weise niemals. Eklig. Viel zu viel Respekt ja, okay, von mir selbst. Das ist ein bisschen eklig. Und man weiß ja nicht, was die machen mit einem, ne? Ja, 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 ja. Naja, abgesehen davon, ich muss dir erzählen, also Kenneth. Mhm. Was ist mit Kenneth? Er ist schon ganz süß so. Findest du? Ja, mega ich mag süß, ihn mega irgendwie. Süß. Kenneth, mega süß. So, in letzter Zeit, seitdem er getrennt ist, schon ganz. Okay. Also seitdem sie getrennt, Alter, das sieht echt aus, als wäre sie vom Teufel besessen an der Stelle. Hier, Grüße gehen raus an dein Gesicht. Ja, seitdem Kenneth getrennt ist, ist er mega attraktiv plötzlich. Ich weiß jetzt auch nicht, wo das herkommt, aber ich glaube nicht, dass Kenneth einen roten Ferrari hat. Von daher, Kenneth, du bist raus, out of the league. Ich will jetzt nicht deine Fantasie zerstören, aber ich muss dir was sagen. Was? Ich habe gehört, dass er das... Er hat drei Hoden. Drei Hoden? Ja! Nein! Ich frag mich einfach... Wie viele Wendungen kommen da noch, Leute? Ich meine, das sind alles geistkranke Wendungen, aber es macht mich fertig. Es macht mich absolut fertig. Doch, ganz klar. Fragen. Wirklich? Niemals. Wirklich? Also, aber find ihn ruhig süß. Aber er ja, hat drei Hunden. Ja. Ich habe das Gefühl, Cheyenne will mir irgendwie alles kaputt machen. Ich Leute, meine, als ob drei Hunden hat und wenn. Dreifache Spritzkraft. Sowas. Das ist doch nicht so schlimm. Ich schreibe ja eigentlich mit ganz schön vielen Influencern. Mhm. Aber der aus Paris, der hat drei Dalmatiner. Und 18 Hoden. An der Stelle, mit mir schreibt sie nicht, meine Freunde, weil sie ist erst 16 und ich bin, also, ich hab, bin auch in der Beziehung. Verpiss dich, Alter. Und ich liebe Hunde. Aha. Und das sind echt süße Dinge. Und er auch. Geil. Hallo. Hi. Hey. Georg, setz dich. Komm her. Bitte, nimm Platz. Setz dich. Soll ich dich empfangen? Leute, Georg sieht ja komplett anders aus, so eine Brille, Alter. Georg sieht aus wie ein Fashion-Model aus Paris, Alter. Absolut geil. Georg, könntest du vielleicht heute Nacht zu Frau Ostermann sie ablenken? Du nimmst ja eh keine Drogen. Du bist ihr Lieblingsschüler. Nein, das geht nicht. Georg hat heute einen Plan. Ja. Und er nimmt ab jetzt Drogen. Genau, Leute. Weil Georg ist nämlich jetzt krass, Alter. Georg nimmt nämlich jetzt Drogen. Und ja, Georg hat auch schon mal jemanden umgebracht. Und ja... Georg wurde fast von der Lehrerin geballert. Und ja, Georg hat den längsten auf der ganzen Klassenfahrt. Turn up! Alter, Georg, lecker, okay. Oder? Aber wir würden dich auch alle zum Klassensprecher wählen. Wirklich, alle. Die komplette Klasse. Nein, jeder. nein. Also, Georg hat heute was vor. Ja? Okay, Leute. Der Typ ist mir so suspekt, der sitzt hier einfach so mitten in diesem Kreis drin und ich frag mich so, hä? Der hat ja gar nichts damit zu tun, das ist einfach so ein Landjunge, Alter. Seltsam, einfach nur seltsam. Ich gehe, ich trinke ja eh nichts. Wirklich? Aber Drogen ist nicht meins. Macht ihr nur. Okay, viel Spaß. Danke, wirklich danke. Alle wollen so Drogen nehmen. Na dann, cheers. Voll schön, die Szene so, ey, gerade alle so, wir sind 16 Jahre, wir nehmen jetzt Ecstasy. Yeah, nice. Und dann so ein schöner Shot. Richtig, richtig geil, Alter. Okay, ich glaube, ich gehe schon mal vor, okay? Ja, mach das. Okay, wir sehen uns. Bis bye. Kurze Lesben-Szene an der Stelle.
Oh nein, Leute. Oh nein, Leute. Jetzt geht's aber rund, Alter. Sie macht Nudes und jetzt kommt der Romantiker Julienko höchstpersönlich, Alter. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Mega der Plan, Alter. Folge den Rosenblättern und am Ende stehe ich nackt im Wald und überrasche dich. Nice, auf jeden Fall eine gute Idee, definitiv. Kennt ihr nicht auch den Moment, meine Freunde? Ihr seid gerade am Klo, richtig fett ein Abseilen als wunderschöne Frau. Schminkt euch währenddessen und dann seht ihr vor eurer Tür Folge der Rose. Ja, da würde ich auf jeden Fall alle stehen und liegen lassen, die Kacke nicht mal abwischen von meinem Hintern und direkt hinterher. Auf jeden Fall ganz wichtig. Direkt mit dem Ferrari und dann los. Brumm, brumm, Alter. Und die wachsen bei euch im Dorf, oder was? Genau, die wachsen bei uns im Dorf. Ihr müsst mal alle wieder einen nehmen. Nehmt mal wieder. Nehmt mal einen. Ist es so wie Gras, so zum Schlucken, oder? Genau, nur krasser als Gras. Okay. Und da sind keine Nebenwirkungen? Nee, gar nicht. Los, eins, okay. Zwei, drei. Wer kennt sie nicht, meine Freunde, die Tabletten, die im Dorf wachsen? Wer kennt sie nicht, Leute, die guten und leckeren Tabletten, die am Bäumen wachsen, die nach Gras schmecken und auch eine ähnliche Wirkung haben, nur viel krasser. Gut, die machen halt für einen Zeitraum von ungefähr 30 Tagen geistig behindert, aber seien wir doch mal ehrlich, das passt, das fällt bei den Darstellern eh nicht auf. Joke, ich mag euch alle sehr gerne. Ich hab euch alle extrem lieb, besonders Frau Ostermann. Erstmal mit Wodka nachspülen, Alter. Georg ist richtig down, Junge. Georg spielt erstmal mit Wodka nach, der Ehrenmann. Okay, nicht, dass ich Erfahrungen damit hätte, aber also ich kenne sehr viele Leute, die sowas schon mal genommen haben. Ich glaube nicht, dass irgendeine Tablette so schnell wirkt. Also, das ist nämlich fake, glaube ich. Jetzt ist es nämlich fake. Ja, jetzt habe ich es enttarnt. Das ist fake. Das ist nachgespielt. Das ist fake. Mega nice. Mega nice, Alter. Mega nice, Alter. Alter, mega nice. Mega nice, Alter. Ich warte nur darauf, dass Georg sich in die Hose scheißt. An dieser Stelle, nehmt keine Drogen, Leute. Ich mein's ernst. Nehmt keine verfickten Drogen. Gibt's von heute noch eine neue Folge? Leute. Frau Ostermann. Na, dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Frau Ostermann. Stopp. Stopp. Ich mache hier gerade eine Cam-Show und du kaufst jetzt erstmal Tokens, wenn du zugucken willst, du Perversling. Was machst du hier? Warum kommst du einfach in mein Zimmer? Was machen? Was? Sie hier? Kannst du nicht bitte wieder gehen? Was soll das alles? Anastasia. Was? Leute, habt ihr es gerade gesehen? Die sind nicht alleine im Zimmer. Guck mal da. Was hier? Achtung. Kannst du nicht bitte wieder gehen? Achtung, Leute. Was? Seht ihr das da, Leute? Da ist noch jemand im Zimmer. Fuck, Mann. Fuck, Alter. Anastasia. Was? Anastasia, bitte. Sind Sie Campbell? Ich glaube, du verstehst das nicht. Also als Lehrerin, da verdient man nicht gut. Deshalb gebe ich Nachhilfeunterricht im Internet, ja? Ich gebe Nachhilfe im Internet und mein Chef ist der Game Master und ich werde gezwungen, eine Gurke, schnell den Ferrari ab dafür. Und ich versuche halt, mir so ein bisschen was dazu zu verdienen. Aber ja, das darf klar. Halt niemand wissen. Das darf wirklich keiner erfahren. Mhm. Okay. Kann ich dir da vertrauen? Natürlich können sie das. Klar kann man einer 16-Jährigen vertrauen, die die ganze Zeit auf dem Schulhof rumtalkt. Natürlich kann man der vertrauen, Alter. Wenn es rauskommt, dass ich als Webcam-Girl in der Erotikbranche arbeite, dann bin ich echt aufgeschmissen. Also ich hoffe, dass Anastasia das für sich behält und ich ihr wirklich vertrauen kann. Aber wartet mal, ihr dürft es nicht filmen, das müsst ihr rausschneiden. Mega clever, dass es dir jetzt erst einfällt. Ja moin, Alter. Ja moin, Leute. Die Seite, die habt der eine oder andere sicherlich von euch schon besucht. Da bin ich mir sicher. Ah, jetzt sehen wir hier, Leute. Sehr, sehr gut. Julienko wieder am Romantiktrip, Alter. Oh mein Gott, Zeus? Du hast den Weg gefunden. Ja, wie du siehst, habe ich den Weg gefunden, aber... Was passiert hier? Was soll das? Also, hier, ich habe eine Rose für dich. Warum hast du eine Rose für mich? Ich will deine Rose nicht. Aua, der Korb hat wehgetan? Ich weiß nicht, was das soll. Weil ich in dich verliebt bin, Cheyenne. Du bist in mich verliebt? Ja, ich liebe dich. Du kennst mich überhaupt nicht. Ich meine, wir sind erst seit 8 Jahren in einer Klasse. Du kennst mich gar nicht. Ich bin gar nicht Cheyenne. Ich bin Frau Ostermanns Bruder, Herr Osterhase. Doch, ich weiß alles über dich.
Also, mich nicht falsch verstehen, wirklich nicht falsch verstehen. Das ist hier eine, das ist einfach nur eine romantische Geste mit den Rosenblättern und so. Ja, ja. Das ist nicht romantisch, das ist krank. Ich weiß nicht, wer du bist, ich will gehen. Nein, bleib doch einfach noch. Also, du darfst es nicht falsch verstehen, ich liebe dich, Cheyenne. Was tust du da? Steh auf! Du bist das schönste Mädchen, das ich je gesehen habe. Oh mein Gott, ich... Wirklich. Und ich weiß, dass wir eine perfekte Zukunft haben. Zukunft? Zukunft? Zukunft wäre eine gemeinsame. Das heißt, wir kennen uns überhaupt nicht. Ich kenne gerade mal deinen Namen. Und jetzt weiß ich auch, dass du ein Freak bist. Nein, bleib doch noch. Also, ich schließe dich ab. Also, dann darf ich hier gehen, oder? Offen. Bleib nur noch. Wir können uns doch hinsetzen. Kann ich dich vielleicht ganz kurz fesseln und dich aufs Bett setzen? Und hier, riech mal ganz kurz an dem Taschentuch. Das riecht nach Chloro. Parfüm. Das riecht nach Parfüm. Riech an meinem Taschentuch. Er will mich nicht gehen lassen. Du brauchst... Die Kamera so. Wir filmen alles. Wir filmen alles. Egal, was jetzt passiert. Auch illegale Taten filmen wir. Wir filmen alles. Wir sind nämlich die... Ach, ich halt mein Maul. Nicht wütend zu sein, wirklich. Warum tut ihr denn nicht? Sei doch nicht so wütend. Du musst nicht wütend sein. Nicht wütend? Was? Ich weiß nicht, was das soll. Helft mir! Frau Ostermann, seit wann haben Sie denn da auf der Cam-Seite ein Profil? Seit 2 Jahren circa, ja. Frau Ostermann, kann ich da vielleicht mal mitmachen? Schon ein bisschen länger. Aber das Profilbild ist echt schön. Ja. Ja. Und das Vorschaubild von einem Video, das ist... Sorry. Eigentlich wollte ich Sie ja nur fragen, was Sie heute Abend noch vorhaben. Wir haben ehrlich zu sein nicht mehr viel. Warum fragst du? Weil die anderen alle schon schlafen gegangen sind. Och, und ich bin noch nicht müde und mir ist langweilig. Mensch. Okay. Ja, ich trinke einen Wein. Möchtest du auch ein Glas Wein haben? Ich würde sonst vielleicht noch eine Staffel Pretty Little Liars machen. Ich meine, du bist halt eine Mitschülerin von mir. Du hast mich gerade dabei erwischt, wie ich jetzt hier Campsex betreibe. Aber ich sag mal so, du kannst ja auch gern mal an meinem Wein trinken. Ist jetzt das zweite Mal, dass ich versuche, einen Schüler hier zu... Ich bin eine gute Lehrerin. Gern. Ja? Ja. Ja. Geh mal. Los. Hallo. Leute, das ist das Gesicht von Enttäuschung. Wenn man so reinschaut... Dann hat man es verkackt. Als ob man jemanden so anmacht, Alter. Fuck, Leute. Aber zum Glück war da eine Rhino Shield Hülle drauf. Sonst wäre das Handy echt kaputt gegangen. Rhino Shield. Ich nehme mal noch eine. Ja, ja. Hey, Leute, was passiert hier? Leute, wir brauchen einen Notarzt. Ein Notarzt. Typische Überdosis, meine Freunde, man kennt das. Selber schuld. Danke! Er kann Leben retten! Danke, Georg! Oh mein Gott, er kann Leben retten! Heftig! Ich lebe! Er hat mir das Leben gerettet! Guck, sonst bin ich so! Ich hätte niemals gedacht, dass Georg sowas kann. Er ist so ein Erste-Hilfe-Talent. So einen Mann braucht doch jeder an seiner Seite, der einem das Leben retten kann. Nee, braucht tatsächlich niemand. Nee, es gibt eine ärztliche Krankenversorgung. Braucht kein Mensch. Frau Ostermann, ich bin super müde. Ja, ich glaube, dann sollten wir nicht noch eine neue Folge von Pretty Little Liars gucken, ne? Alter, das Pretty Little Liars scheint eine geile Serie zu sein, gerade wenn man seine Lehrerin wegmachen will. Ab in Ferrari und rein da. Okay. Ja. Ja, ich begleite dich dann mal nach draußen. Dann schlaf gut, komm gut nach Hause. Gute Nacht. Das war fucking weird. Das war fucking weird, war das. Cheyenne, du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Ich meine das ganz ernst. Irgendwie hat in der Klassenfahrt noch nie irgendwie jemand so richtig, außer am Anfang, also da fehlt mir einfach, ne?
Okay, Leute, in der nächsten Folge wird wer umgebracht. Ich kann es kaum erwarten.